Ja Leute, da bin ich auch schon wieder. Und im letzten Part haben wir ja den Endboss platt gemacht und haben den Goronen-Opal bekommen. Und jetzt sagt uns Daronia noch was Schönes. Eine große Ehre, Blutsbrüderschaft mit einem Goronen zu schließen. Du besitzt nur zwei heilige Steine. Suche nach dem dritten. Das werden wir natürlich dann auch noch tun. Bruder, du solltest stets daran denken, deine Kräfte zu erhöhen. Die Fee auf dem Gipfel des Todesberges hilft dir dabei. Freunde, lasst uns unseren Bruder verabschieden. Meine Hochachtung. Lass mich dich in die Arme schließen, Bruder. Ja, Link. Das ist eine sehr schlaue Idee. An deiner Stelle wäre ich jetzt auch weggerannt. Ich weiß ja nicht, ob das so toll ist, von so einem Goron umarmt zu werden. Im Endeffekt brechen die Link alle Knochen. Es wäre nicht so feierlich. So, Daronia hat uns ja gesagt, wir sollen auf den Gipfel des Gebirgspfades gehen. Und da würde ich sagen, tun wir das doch einfach. Da soll eine Fee auf uns warten. So, ja, jetzt. Wieder schön abpassen. Okay, das war jetzt zu lange gehalten. Das war jetzt überpasst, nicht abgepasst. Ah, verdammt. Na. Na, ah, 11 Versuche haben wir noch. Immer diese... Jawohl. Immer diese Abpassaufgaben. Ich hasse sie. So, und jetzt haben wir auch volle Rubine schon. Da unten gibt es nichts Interessantes. Eigentlich nur eine Kuh, mehr nicht. Hier ist ziemlich praktisch, das Helia-Schild zu haben. Ja, ja. Mach, ich hab auch nicht ewig Zeit. Ah. Ja, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen langweilig für euch. Aber es tut mir leid, dafür kann ich jetzt auch nichts. Ich kann euch ja ein bisschen was erzählen. Ich kann euch sagen, dass ich diese Woche nur 3 Tage arbeiten muss. Das heißt, ab Donnerstag habe ich frei. Bis Sonntag. Und da habe ich wieder schön viel Zeit, Videos zu machen. In der Zeit werde ich vielleicht auch schon mit meinem zweiten Let's Play anfangen. Es wird wohl Die Siedler 3 sein, für die Strategiefans unter euch. Aber da muss ich jetzt nochmal gucken, weil mit Fraps kann ich Siedler 3 nicht aufnehmen. Und musste ich mir Hypercam holen und... Ja, mal gucken. Muss ich noch ein bisschen mich reinfinden ins Programm. Bei Fraps keine Chance, nimmt das Spiel nicht auf. Ja... Aber wir sind erstmal bei Zelda. Oh, kill ich dich noch? Ja, ja, tschüss. Brauche ich nicht. Dekunus. Einmal rüber. Rüber, 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 rüber. Hast du zufällig ein Herz? Ne, Deku-Kerne. Hm. Und Freund Eule wartet auch schon auf uns. Um uns mal diesmal nicht direkt anzuquatschen. Ja, so ist halt... Nein. Sowas kann die Eule auch. So. Rüsten wir mal Ocarina aus. Feenquelle.
Dum, dum. Ja, jetzt kommen wieder meine Spielekünste. Nee, das war schon mal falsch. Quatsch, Link. Was machst du denn? Nee, ach, ich hab's, glaube ich. Wartet mal, Leute. Nein. So, warte mal. Hä? Was zum Teufel? So war's. Aber es wird schon besser im Ocarina spielen mit dem Gamepad. Oha. Eine halbnackte Frau begegnet uns. Hallo, mein süßer Link. Ich bin die Fee der Fähigkeiten. Ich verleihe dir mit meiner Macht eine neue Schwerttechnik. Sei bereit. Gut, die Technik nutze ich jetzt nicht so oft. Ich bin eher auf die Magie aus, weil die brauchen wir dann später noch, um gewisse Zauber zu machen. Aber was wir haben, haben wir halt. Und Link hält nichts in die Luft. Du beherrschst die kraftvolle Wirbelattacke. Halte B gedrückt, um dein Schwert aufzuladen. Lass B los, um einen energiegeladenen Rundumschlag auszuführen. Bewegst du einmal im Kreis und drückst dann B, kannst du die Wirbelattacke sofort und ohne Wartezeit ausführen. Sammelst du Kraft für eine Wirbelattacke, verbrauchst du magische Energie. Achte also auf deine grüne Magieleiste. Sag mal, du bist doch ein Bote der königlichen Familie, oder? Wenn du wieder dort bist, dann schau in der Nähe des Schlosses bei einer guten Freundin von mir vorbei. Sie hat bestimmt auch etwas für dich, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Ja, da gehen wir später nochmal hin. Ja, bist du vom Kampf erschöpft? Besuch mich einfach wieder. Die Fee hat nämlich auch noch einen sehr schönen Zauber für uns. So, und jetzt haben wir die Wirbelattacke. Die sieht dann ungefähr so aus. Das ist die Wirbelattacke. Eigentlich nichts wirklich Spektakuläres. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Da zeige ich euch noch nicht das Herzteil, was wir mit Freund Eule kriegen. Da zeige ich euch erstmal ein anderes Herzteil und eine Skutula. Allerdings, wenn man hier als kleiner Link reingeht, muss man schnell sein. Das werdet ihr gleich sehen. Link, in dieser Höhle herrscht extreme Hitze. Lange können wir hier nicht bleiben. Ja, das wissen wir. Aber wir wollen ja gleich die erste Kiste hier. Kriegen wir eine Skulptula. Dann nehmen wir uns eine Bombe. Ich habe gesagt, eine Bombe, nicht die Ocarina, Link. Spreng den Felsen hier weg. Bekomm grüne Energie. Ein Magiekrug. Deine Magieleiste wird aufgefüllt. Nehmen noch die Bomben mit. Gehen schnell hier runter. Gucken kurz, was in der Kiste da vorne ist. Mal gucken, ob was Interessantes drin ist. Bomben. Naja, okay. Gehen wir da raus. Jetzt müssen wir schnell sein, um uns ein Herzteil zu holen. Oh, 40 Sekunden. Ob ich das schaffe, Leute? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass ich es schaffe. Ah, verdammt. Muss ich wieder hochklettern. Und hier ist das Herzteil. Und wir kriegen einen Herzcontainer gleich dazu. Und da ich hier wohl es nicht mehr nach oben schaffe, sterbe ich mal schnell. Und schon haben wir abgekürzt. Haben zwar ein Herz verloren, aber abgekürzt. Gut, was sagt die Zeit? Gut, die Zeit sagt, dass wir jetzt den Part beenden. Im nächsten Part fliegen wir dann mit der Eule wieder nach Kakariko und dann gibt es gleich noch ein Herzteil.
Also dann freut euch schon mal auf den nächsten Part. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.